So rockst du deine mündliche Abiturprüfung. Egal ob Mathe, Deutsch, Englisch oder auch zum Beispiel Geschichte, Religion oder Chemie. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfung zu deinem Traumrutschit kommst. Viele von euch haben es angefragt und endlich kommt das Video zu den mündlichen Abiturprüfungen. Die mündlichen Abiturprüfungen sind doch mal eine ganz besondere Challenge, weil ihr in einer so großen Drucksituation seid. Ihr habt nicht das Blatt im Prinzip zwischen euch und dem Lehrer, sondern ihr steht direkt vor dem Lehrer und ihr müsst euch direkt präsentieren und er kann sofort erkennen, ob du dein Wissen wirklich drauf hast oder nicht. Und wie ihr diese Drucksituation meistert, werden wir in diesem Video besprechen. Der ausschlaggebende Punkt einer mündlichen Prüfung ist, dass der Lehrer nicht nur eure Leistung anhand von dessen, was ihr von euch gebt, ob das in Schrift oder mündlicher Form ist, bewertet, sondern auch euch sieht, eure Körpersprache, wie ihr ausspricht, wie viel Pause ihr zwischen den einzelnen Antworten gebt. Und all diese Faktoren bewirken bei ihm unterbewusst, dass er euch entweder positiver oder negativer bewerten wird. Deswegen ist es in der mündlichen Prüfung ganz besonders wichtig, nach außen hin zu überzeugen. Und das eine Wort, was ich da ansprechen möchte, ist Selbstsicherheit. Ihr müsst selbstsicher wirken. Denn ein Schüler, der wirklich alles drauf hat, der ist in der Regel auch selbstsicher. Und selbst wenn du viel Stoff kannst, aber die ganze Zeit zögerst, die ganze Zeit ängstlich bist, dann schätzt der Lehrer es vermutlich so ein, dass du vielleicht manche Sachen einfach nicht ganz sicher kannst. Weil wenn du alles wüsstest, gäbe es ja eigentlich keinen Grund, aufgeregt zu sein. Doch heute zeige ich euch die drei Wege, wie ihr maximale Selbstsicherheit ausstrahlen könnt. Der wichtigste Punkt dazu ist erstmal, dass du wirklich das Wissen hast. Die Basis dafür, dass du überzeugend rüberkommst, ist natürlich, dass du die richtigen Antworten gibst. Und auch in deinem Hinterkopf ist es natürlich viel, viel fördernder, wenn du wirklich merkst, okay, ich kann die richtigen Antworten geben, als wenn du die ganze Zeit zwar eine Top-Körpersprache hast, aber die falschen Antworten gibst. Deswegen, das Wichtigste ist wirklich, dass du das Wissen hast, weil das ja im Endeffekt ja auch wirklich benotet wird, macht einen ganz, ganz entscheidenden Teil aus. Und gleichzeitig unterstützt es dich dabei, weil du weißt, hey, im Prinzip egal, was der fragt, ich kann eine gute Antwort geben. Der zweite entscheidende Aspekt, um Selbstsicherheit auszustrahlen, ist einfach Selbstvertrauen. Das bedeutet, dass du Selbstvertrauen in dir trägst und dass du dich aber gewissermaßen auch so verhältst und dich so zeigst. Das bedeutet, deine Körpersprache, deine Mimik, deine Gestik, all diese Sachen zeugen davon, ob du Selbstvertrauen hast oder nicht und resultieren dann wieder darin, ob der Lehrer von dir den Eindruck hat, dass du Selbstsicherheit ausstrahlst oder eben nicht. Das bedeutet ganz entscheidend, sei dir bewusst, wie du deinen Körper hältst. Wenn du so in der Prüfung reingehst, wirklich mit dieser Haltung, ja, Brust ein bisschen raus, Schulter nach hinten, offene Gestik, ja, das zeigt, ich habe nichts zu verstecken. Und du präsentierst so, sprichst so mit dem Lehrer, macht es einfach einen richtig klasse Eindruck. Das ist wie jemand, der einfach richtig gutes Referat hält. Ich meine, ich spreche ja auch mehr so mit euch. Ich meine, hier auch manchmal gern chilliger so am Tisch. Aber ich spreche niemals so mit euch. Heute gebe ich euch 3 Tipps für die mündliche Prüfung. Nein, ich weiß, wie man eine mündliche Prüfung richtig gut macht. Und deswegen präsentiere ich das auch so. Und dann habt ihr auch eben das Vertrauen darin, dass ich weiß, wie es geht. Und genauso ist es ja beim Abitur auch. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Lehrer merkt, hey, okay, der spricht offen, der spricht frei, der spricht selbstbewusst, der hat, denke ich, auf jeden Fall was dahinter. Kleiner Hack dazu noch, wenn du dich gut kleidest, was ich dir allgemein in der mündlichen Prüfung empfehle, wirst du auch nochmal ein höheres Level an Selbstvertrauen haben, weil wir uns beispielsweise im Hemd, in der Bluse, was auch immer, einfach sehr, sehr viel professioneller fühlen und so wirst du dann auch noch mehr Selbstsicherheit ausstrahlen. Und jetzt aber noch den dritten Tipp, den wahrscheinlich keiner von euch so erwartet. Und zwar der dritte Weg, um Selbstsicherheit auszustrahlen, ist es, Schwäche zu zeigen. Ich weiß, das klingt erstmal paradox, weil ja Selbstsicherheit eigentlich Stärke ist, aber wenn ich jetzt Schwäche zeige, nimmt das dann nicht davon was weg. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil. Denn wenn du Schwäche zeigst, dann bedeutet das, dass du im Prinzip so stark bist, dass du auch in der Abiturprüfung kein Problem damit mal hast, Schwäche zu zeigen. Was meine ich mit Schwäche zeigen? Das bedeutet, wenn du irgendwas nicht verstanden hast von der Frage, wie es der Lehrer formuliert hat, frag einfach nach. Frag einfach nach. Weil die meisten versuchen dann, wenn ich jetzt nachfrage, dann wirkt es wieder so, als würde ich irgendwas nicht wissen. Aber jemand, der alles weiß, dem
ist es egal im Prinzip, was der Lehrer denkt, weil er weiß ja, dass er alles weiß. Und er weiß einfach, okay, ich frage einfach nochmal nach, dann erklärt er es mir so, dass es für mich verständlich ist, weil ich bin gut genug vom Wissen her, deswegen ich muss die Frage easy verstehen können. Dann bekomme ich die Frage zurück und dann antworte ich gut. Deswegen, wenn du nachfragst, immer schon mal eine gute Sache. Ist auf gar keinen Fall ein Problem. Zweitens, wenn du einfach nervös bist, versuch zum einen natürlich auch diese Selbstsicherheit auszustrahlen, aber gleichzeitig sind die Lehrer ja nicht doof. Die wissen, dass das eine krasse Drucksituation für euch ist und die sind in der Regel auch voll verständlich. Deswegen versucht nicht so tryhard-mäßig einen so auf Macho oder stark zu machen, sondern wenn ihr gerade nervös seid, sagt, oh, entschuldigen Sie, ich bin gerade echt nervös. Die Lehrer haben da meistens vollstes Verständnis dafür. Macht euch menschlicher und zeigt doch einfach, dass ihr es drauf habt, aber die Drucksituation natürlich jetzt nicht so leicht für euch zu handeln ist, ihr aber trotzdem einfach euer Bestes gebt. Und jetzt auch der krasseste Tipp zum Thema Schwäche zeigen. Stell nicht nur Fragen in Bezug auf die Fragen, die der Lehrer gestellt hat, sprich einfach Rückfragen, könnt ihr es bitte nochmal formulieren, sondern stell auch Fragen in Bezug auf den Stoff. Ich habe das in einem Instagram-Livestream schon mal erzählt, wo das richtig, richtig, richtig geil war. Das war meine Physikprüfung mündlich. Und da habe ich sozusagen eine Versuchsanleitung richtig hingezeichnet, habe dann aber gesagt, Herr Schulz, so hieß mein Lehrer damals, letztes Jahr, habe ich dann gefragt, warum sind die Ionen da so und so gepolt und warum passiert das und das? Ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gefragt, was ich mir in der Vorbereitung nicht erklären konnte. Und das ist jetzt wieder ein krasser Punkt, weil die meisten Schüler denken, Moment mal, wenn ich doch jetzt wieder eine Frage zum Stoff stelle, kann ich auf jeden Fall schon mal nicht 15 Punkte haben, weil irgendwas konnte ich ja nicht. Aber das stimmt nicht. Wenn du wirklich alles super machst und dann dir einfach eine Sache nicht ganz klar ist, du aber dann trotzdem so viel Selbstvertrauen, so viel Interesse am Fach, so viel Stärke einfach hast, auch da zu zeigen, sorry, ich hab's echt versucht, aber das konnte ich mir nicht erklären, dann zeigt es ja auch wirklich, dass du dich richtig, richtig gut mit dem Stoff auseinandergesetzt hast und du im Prinzip gar nicht verstehen kannst, dass du dir eine Sache nicht rausbekommen hast, dass du jetzt auch unbedingt in der Abi-Prüfung nochmal nachfragen musst. Auch da erwartet dir jetzt keine gute Antwort vom Lehrer, weil der will ja dir Fragen stellen. Aber natürlich zeigt es erstmal, okay, wow, krass, der Typ ist wirklich vorbereitet und der hat sich ganz vieles überlegt und konnte da einfach auf eine Sache nicht mehr kommen und stellt jetzt sogar im Abitur, was im Prinzip ja seine Note riskiert, denkt sich der Lehrer ja auch. Aber dann denkt sich im zweiten Moment auch, wow, krass. So, der ist sich so sicher, der weiß so viel, dem ist im Prinzip die Note gar nicht das Wichtigste, sondern er will vor allem das Fach verstehen. Da stellt er noch eine Frage. Davon sind die Lehrer immer begeistert und werden dich noch besser benoten. Deswegen, das waren meine besten Tipps. Ich hoffe, die helfen euch. Wie gesagt, mündliche Prüfung hat natürlich viel mit dem Wissen zu tun, aber auch ganz viel mit dem, was du in der Prüfung selber machst. Deswegen können wir da auch gerne nochmal einen Instagram-Livestream dazu machen. Schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, wann ihr den Livestream haben wollt oder so. Dann werde ich euch da nochmal einen Comment von mir in die Kommentare pinnen, wann wir das machen, damit ihr auch da bestens vorbereitet seid. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst was, haut es mir in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram, können wir alles regeln. Ansonsten, ganz viel Spaß noch weiter in der Abiturphase bei euren Prüfungen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg morgen und auch für Montag für die ganzen Leute aus Bayern. Ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.